Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Ja, herzlich willkommen zum VfR-TV. Heute bei mir Maximilian Knauer, Neuzugang für die nächste Saison. Grüße dich, Maximilian, hallo. Hallo. VfR, warum hast du dich für den VfR entschieden? Ja, VfR, deshalb das Gesamtpaket, was mir der VfR eben bietet, ist sehr, sehr überzeugend und gut. Ich werde auch einen Part in der Jugend übernehmen und zudem eben Spieler bei der ersten Mannschaft sein. Und ja, ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig Kontakt mit Daniel Weber gehabt und einige Spiele angeschaut, deswegen ja. Ja, da du Kontakt mit Daniel Weber hattest, wie kam das jetzt genau zustande? Ich meine, habt ihr einfach in eurem Gespräch so nebenbei erwähnt, ja, ich würde gerne mal wechseln, oder wie kam das zustande? Ja, der Dani wusste eben, dass mein Vertrag in Buchbach ausläuft und ja, hat mir dann eben das Angebot gemacht, dass er mich gerne haben wollen würde. Und ja, die Belastung in Buchbach, der Aufwand war eben auch sehr groß. Und nachdem, ja, wie schon erwähnt, das Gesamtpaket dann eben so gut war, dass ich eben auch in der Jugend einen Part übernehmen kann, ja, musste ich nicht lange überlegen und habe mich eben für den Schritt entschieden. Okay. Unsere erste Mannschaft momentan ist ja im Abstiegskampf, aber du kommst ja erst nächste Saison. Was für Ziele hast du, falls wir absteigen sollten, und wenn wir die Liga halten, wo willst du da mit der Mannschaft hin? Ich hoffe natürlich, dass der VfR, dass sie in der Regionalliga bleiben. Es wäre ja für ganz Garching natürlich eine super Sache, wenn es eine neue Saison in der Regionalliga geben würde. Falls es nicht klappen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann ist natürlich für nächste Saison mein persönliches Ziel, so weit wie möglich vorne mitzuspielen, wenn es möglich ist, wieder direkt aufzusteigen. Mhm. Und falls sie die Liga als Regionalliga halten, dann nächste Saison im gesicherten Mittelfeld ja, vernünftige Spiele bieten und eben den Zuschauern tollen Fußball zu zeigen. Das hört sich ja schon mal vielversprechend an. Kannst du noch mal ganz kurz zu deiner Person ein bisschen erzählen, wo du genau spielst oder was deine Stärken sind? Ja, ich spiele eigentlich ja eher alle defensiven Parts, meistens in der Innenverteidigung, kann jedoch auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, sprich auf der 6. Und ja, Stärken, über meine Stärken sollen eher andere reden. Und ja, ich lobe mich nicht gern selber. Deswegen ja, es ist ein Part von Trainer und den Verantwortlichen eben. Ja, da werden wir nächste Saison mal den Daniel fragen, was er dann uns sagt. Du hast vorhin schon angesprochen, in der Jugend nimmst du einen Part. Ist da schon raus, was du genau da übernimmst? Oder seid ihr noch am Diskutieren, wo du da deinen Weg, sag ich mal, hingeht oder wo du deine Position findest? Gespräche haben wir schon geführt, wie es grob aussehen wird. Ja, noch nichts Genaues ist bisher jetzt rausgekommen, aber mit dem Herrn Hölzl bin ich da eben im Gespräch und ja, die Gespräche bisher waren auch sehr gut. Aber wie gesagt, noch nichts Definitives ist jetzt eben rausgekommen, aber es wird mit Sicherheit eine sehr anspruchsvolle und ja, für mich mit Sicherheit auch sehr positive Erfahrung werden, da VfR in der Jugend zu unterstützen. Ja, wunderbar, da freuen wir uns natürlich sehr, einmal als Spieler für die erste Mannschaft, und ich hoffe, du hast recht, wir halten die Klasse und dementsprechend, dass wir dann in der nächsten Saison im Mittelfeld irgendwo sind. Ansonsten wünsche ich dir auch noch viel Spaß in unserer Jugend und herzlich willkommen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mal einschalten.